Hallo, ich wollte euch heute was sagen über Friede und Freiheit für die Menschen. Friede entsteht aus gegenseitiger Achtung und dass ich meine Mitmenschen in ja, mir erkenne, denn wir sind alle eins. Friede entsteht auch, wenn wir die Mitmenschen so nehmen, wie sie sind und sie nicht ändern wollen, nach unseren Glaubenssätzen. Wenn wir als Beispiel vorangehen, erkennen dies die Mitmenschen. Wenn wir mit Überzeugung den Frieden leben und den Frieden in uns haben, ändern sich auch die Mitmenschen. Es gibt ein Gesetz, das besagt, wie innen so außen, wie oben so unten. Und wir kennen ihn, den großen Inder Mahatma Gandhi. Er sagte, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Der innere Friede hat auch etwas mit Freiheit zu tun. Wenn man im Frieden ist, gibt es keine Zwänge, keinen Hass, Neid und Gier. Diese schüren den Wettbewerb und die Bewertung der Menschen. Der Mensch versucht, sich über andere zu stellen oder zu erheben. Mahatma Gandhi sagte dazu, die Welt hat genug für jedermann Bedürfnisse, aber nicht für jedermann Gier. Durch diese Dinge werden die Menschen ihrer Freiheit beraubt. Das Gleiche geschieht mit dem derzeitigen Zins- und Zinseszinssystem. Der Mensch ist nicht mehr frei und endet in der Versklavung. Lasst euch nicht manipulieren von Presse, Radio, Fernsehen und Versprechen der Politiker. Die alle haben ihre eigene Wahrheit. Werdet euch bewusst und fragt eures Inneres nach eurer Wahrheit. Fragt euch, was will ich wirklich? Geht aus dem Wettbewerb heraus. Dies schürt in euch nur die Gier, den Hass und den Neid. Lasst euch nicht manipulieren von der Werbung, die euch versucht zu vermitteln, was ihr alles haben müsst. Fragt euch selbst, brauche ich das oder jenes wirklich? Und in 90% der Fällen ist die Antwort nein. Mahatma Gandhi sagte dazu, man soll weder annehmen noch besitzen, was man nicht wirklich zum Leben braucht. Ihr habt die Freiheit, euch für eure Wahrheit zu entscheiden und sie zu leben, ohne Zwang und Manipulation. Wir treffen uns jeden Montag hier in der Reichsstraße vor der Eurogalerie zur Mahnwache für den Frieden und für ein friedvolles Miteinander. Mahatma Gandhi sagt, was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. Mach mit, schließ dich an, wenn du auch dafür bist, für globalen Frieden und Völkerverständigung, für echte Demokratie und Menschenrechte, für ein menschenwürdiges Geld- und Finanzsystem, für eine unabhängige Presse- und Berichterstattung, für die Einführung der freien Energie für alle Menschen. Noch ein Satz von Mahatma Gandhi. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Zu der kommenden Europawahl möchte ich noch sagen, wer seine Stimme abgibt, kann sich später nicht mehr erheben. Im Übrigen bin ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen. Danke.